Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute habe ich wieder was ganz Leckeres und Einfaches für euch, und zwar einen gepfüllten Pfannkuchen mit Spinat und Seidentofu. Als erstes habe ich den Teig gemacht, und zwar einfach Weizenmehl, 100 Gramm. Und dann kommt ein Pflanzendrink dazu. Ich nehme ganz gern den Soja Light, den finde ich so am neutralsten, und davon 200 Milliliter. Und dann habe ich hier noch so ein paar grob gemahlene Leinsamen. Das sind so goldene Leinsamen. Da gebe ich auch noch ein bisschen, so einen knappen Esslöffel, einen guten Teelöffel hinzu. Man nimmt ja auch Leinsamen schon mal ganz gerne als Eiersatz, und das passt da ganz gut rein. Ja, gut verrühren und dann erstmal zur Seite stellen. Das muss nämlich einen Augenblick quellen. In der Zeit kann man die Zwiebel und eine halbe bis eine ganze, je nach Geschmack und Größe, Knoblauchzehe klein schneiden in ganz kleine Würfel. Dann gebe ich etwas Öl in eine Pfanne und werde die Zwiebeln und die Knoblauchstückchen anschwitzen, so bis sie so eine leichte Bräune bekommen haben. Und den Spinat, den habe ich jetzt ausgedrückt, das war so tiefgekühlter. Der habe ich jetzt so drei Dinger aufgetaut, das waren 150 Gramm. Da könnt ihr aber auch gerne mehr nehmen. Und dann habe ich hier Seidentofu, das sind jetzt auch 100 Gramm. Und den schneide ich in kleine Würfel. Die Mengenangaben schreibe ich euch nochmal unter das Video, und das reicht für zwei gefüllte Pfannkuchen oder Omelettes, wie auch immer man das nennen mag. Ja, das kommt dann alles nochmal da rein, wird zusammengerührt, und dann wird das noch gewürzt, und zwar mit Pfeffer. Ich habe jetzt hier den weißen Pfeffer aus der Mühle und Salz. In meiner Mühle befindet sich Steinsalz und ja, Muskatnuss nach Geschmack. Manche mögen das ja nicht so gerne, ihr könnt das auch weglassen, aber ich finde, das gibt dem Ganzen so einen besonderen Geschmack. Und damit ist die Füllung erstmal fertig, und die können wir zur Seite stellen. Den Teig, den würze ich jetzt auch noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer und rühre das noch mal kurz durch. Und dann habe ich so eine kleinere Kelle, das ist auch so eine Silikonkelle, die nehme ich ganz gern. So muss die Konsistenz sein, ja. Und da gebe ich dann die Hälfte des Teiges, das sind so zwei von diesen Kellen, in die Pfanne. Und dann schwenke ich die Pfanne nochmal so ein bisschen nach allen Seiten, weil das jetzt so nicht so sehr zerläuft, damit der ganze Pfannkuchen ein bisschen dünner wird und auch ein bisschen größer. Ja, und dann wird er einfach gebraten. Man sieht jetzt hier auch, dass der überhaupt nicht anklebt. Der auch mit wenig Fett, den zweiten Pfannkuchen habe ich ganz ohne Fett dann weiter gebraten, und das hat auch funktioniert. Und bis zur gewünschten Bräune backen. Ja, dann kommt einfach die Füllung da rein, und dann wird er zusammengeklappt, und dann ist der Pfannkuchen fertig. Schmeckt super lecker, ist auch ganz schnell gemacht. Wenn man tiefgefrorenen Spinat im Haus hat, kann man den in der Mikrowelle kurz auftauen. Ihr könnt natürlich auch frischen verwenden. Ja, passend dazu oder dazu passt natürlich super gut auch ein leckerer Salat, aber auch so schmeckt er hervorragend. Ja, das war's mal wieder von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage bis bald und tschüss.